Wetter, der dazwischen haut, hat so manchen schönen Plan versaut. Gefahren sind dem Ritter Schnuppe, sie sind das Salz erst in der Suppe. Benennt man ihn als Rügenbauer, dann ist der Ritter richtig sauer. Fremder, was machst du hier? Ich wollte nur mal... Gib das sofort wieder her. Aber wieso denn? Was ist so wichtig daran? Der Fluch. Aberglaube. Der mir weiterhelfen kann. Ich bin Charles Brokkoli und ich komme aus Avion. Oh, etwa vom Papst? Gewissermaßen ja, aber mehr in eigener Sache. Mein Name ist Orsorgine. Mein Onkel ist Vorsitzender des Kardinalskollegiums. Ihr habt also verschiedene Möglichkeiten, mit beraten zu werden. Denn ihr seid Senator, vermute ich. Dann wende ich mich am besten an euch, wenn ihr mir die Zeit nicht hält. Aber gewiss, ich interessiere mich für alles, was mit Avion zusammenhängt. Aber kommt mit. In meinem Amtszimmer können wir uns in Ruhe unterhalten. Wem ist das, Signore? Was ist eigentlich in dem Beutel, den ihr mit deutlicher Sorgfalt behandelt? Hat er etwas mit euren Anliegen zu tun? Nun ja, in gewisser Weise schon. Ich stehe da vor einem Rätsel, was das Buch darin betrifft. Ein Rätsel, lasst sehen! Ich beschäftige mich mit Rätseln aller Art. Dio mio, um Himmels Willen! Woher habt ihr das? Nun ja, durch Zufall gewissermaßen. Ein Geschenk, sozusagen. Ein Geschenk? Welcher Einfall! Der es euch gegeben hat, wird froh sein, dass es wieder los ist. Unglücksbuch. Unglücksbuch? Aber wieso denn? Ein harmloses Buch. Von wegen harmlos! Ein Unglücksbringer. Werk des Teufels! Hat bisher jedem, der es besaß, den Tod gebracht. Wie wahr? Ist das nur eine Sage oder hängt angeblich ein Fluch daran? Nicht nur angeblich, sondern wirklich und wahrhaftig. Diese Schwarte wird seit Jahrhunderten von Jahren von Hand zu Hand gegeben. Das Geheimnis eines unglaublich großen Schatzes enthalten soll. Aber jeder, der versuchte, dahinter zu kommen, starb eines gewaltsamen Todes.